Moin moin lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTastic. Ich bin Raphael und ich habe heute ein neues Tutorial zu Madden 21 für euch. Und wenn ihr neu hier auf dem Kanal seid, aktiviert die Glocke, abonniert natürlich den Kanal, damit ihr in Zukunft kein Tutorial zum Madden 21 mehr verpasst und natürlich auch kein Gameplay und keine anderen Formate hier auf dem Channel. Also auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr kostenlos abonniert und eben die Glocke aktiviert und ja, einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefällt. Und ich erkläre euch heute in diesem Video, was es mit den verschiedenen Playstyles, Arcade, Simulation und Competitive auf sich hat. Ja, und wenn ihr in eine Karriere reinschaltet, dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, einen Playstyle auszuwählen. Das könnt ihr natürlich später auch in jeder beliebigen Karriere nochmal ändern. Wo das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt. Und zwar geht ihr hinten einmal in die Option, dann auf den Buttons Settings und dann auf die League Settings einmal. Und dann seht ihr schon relativ prominent oben Game Style, der zweite Punkt. Ja, und das ist eben der Punkt, um den es in diesem Video gehen soll. Und der Punkt entscheidet eben, wie das Gameplay im Endeffekt in Madden 21 für euch da draußen sein wird. Ihr habt drei verschiedene Modi zur Auswahl. Eins vorweg, im Online-Modus ist ausschließlich Competitive eben aktiv. Das heißt, im Online-Modus ist ja das festgesetzt, Competitive, da habt ihr keine Möglichkeit, das Ganze auszuwählen. Aber wenn ihr eine Karriere startet, habt ihr eben die Möglichkeit zwischen diesen drei Game-Styles. Der erste Game-Style ist Arcade, ja, der ist relativ basic, der ist eher für Anfänger tatsächlich geeignet und wofür sorgt der? Der sorgt dafür, dass im Spiel doch deutlich mehr gescored wird, dass auch richtig krasse Big Plays entstehen können, also richtig krasse Spielzüge, ja, weil die Spieler zum Beispiel einen Ball fangen, der eigentlich niemals hätte gefangen werden können, ja, und das hilft eben gerade bei Arcade und da hilft euch Arcade auch einfach als Einsteiger ein bisschen weiter und ein bisschen eben in Madden 21 einzufinden. Mehr Punkte werden erzielt, mehr ja, aufsehenerregende Plays finden statt und es gibt eben generell mehr Unterstützung für den Spieler vom Computer. Ja, und der zweite Modus ist der Simulation Mode, ja. Der Simulation Mode, der ist schwer zu vergleichen mit dem Arcade Mode. Ich persönlich würde ihn eher tatsächlich mit dem dritten Modus, nämlich mit Competitive, vergleichen. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Arcade steht so ein bisschen für sich genommen, eher wirklich für die Einsteigerschiene. Und die, die länger spielen, die entscheiden sich dann, okay, Simulation oder Competitive. Und Simulation hat eben da den Unterschied, das ist, ja, Zufallsevents im Grunde hat, ja, das heißt, ein guter Quarterback, der eigentlich sehr, sehr genaue Würfe macht, verzieht bei Simulation trotzdem eine gewisse Anzahl seiner Würfe einfach, ja, weil es in echt halt auch so ist, ja, der beste Quarterback der Welt wirft trotzdem mal daneben und um eben diese Zufallsevents irgendwie, um das irgendwie abzubilden im Game, streut Madden einfach Zufallsevents ein in Madden 21 und auch in den vorherigen Teilen, das ist eben im Simulation Mode so, da habt ihr eine echte Experience, da gibt es auch mehr Fouls als zum Beispiel auf Competitive und definitiv eben auch mehr dieser Zufallsevents, wo auch gute Spieler ab und zu einfach mal einen schlechten Tag erwischen und nicht so gut performen, ja, und das ist eben hier maßgeblich für Simulation. Also wenn ihr eine realistische Franchise spielen wollt, ja, und einfach sagt, ich will ein realistisches Spielerlebnis auch mit Strafen haben, ja, die mein Spiel irgendwie beeinflussen, obwohl ich selber jetzt nicht unbedingt was falsch gemacht habe, dann Simulation auf jeden Fall der Way to go für euch. Ja, und ich habe gerade schon so ein bisschen die Unterschiede mit aufgegriffen zwischen eben Simulation und Competitive. Und genau das ist es eben. Competitive, wie der Name schon sagt, ist eher für ein kompetitives Spielerlebnis, gerade eben in den Online-Modi, auch von Madden NFL 21 natürlich ein grundlegender Faktor, einfach um diese Zufallsevents, die man in Simulation noch hat, hier rauszunehmen. Ja, ein guter Quarterback, der wirft gut. Punkt. Ja, ist einfach so. Natürlich sind da auch manchmal noch Ungenauigkeiten drin, aber extrem viel weniger als bei Simulation. Und man hat es bei Competitive ganz oft so, dass es so Schwellenwerte gibt. Man nennt das in Madden Thresholds. Das heißt, wenn der Quarterback zum Beispiel über 80 Shotgenauigkeit kommt, dann hat er ein Level erreicht, wo er x% Prozent seiner Pässe anbringt. Das steigt nicht mit jedem Punkt in diesem Rating an, sondern ist dann quasi erstmal festgesetzt. Das ist nicht nachvollziehbar für jeden, der neu ist in diesem Game. Das ist auch für mich eigentlich nicht nachvollziehbar, aber es sei euch gesagt, es ist so, ja, wie die Thresholds jetzt für Madden 21 sind, das wird man sicherlich relativ zügig irgendwie auch im Game wieder rauslesen können und im Internet rauslesen können. Da habe ich noch keine Info für euch, aber wichtig ist eben für Competitive, okay, weniger Zufallsevents, weniger Strafen, ja, ganz wichtig, wenn ihr Strafen, irgendwie realistische Strafen wollt, dann ist Competitive nicht euer Spielmodus in eurer Franchise, aber grundsätzlich ist das eben der Modus, den man vielleicht wählen sollte, wenn man mit anderen eben, ja, gegeneinander spielt und da ein faires Erlebnis für beide Seiten möchte, sodass möglichst wirklich das Team und da
eigene Spielstil doch entscheidender sind als vielleicht irgendwelche Zufallsevents, die Madden einstreut. Das heißt, wenn ihr da eher auf der Suche seid nach der besten Plattform, nach dem besten Game-Style für ein kompetitives Spielerlebnis, dann eben natürlich Competitive, euer Play-Mode. Das ist natürlich auch ja im Namen schon zu erkennen in dem Moment, aber trotzdem nochmal gesagt an dieser Stelle. Das sind also die drei verschiedenen Game-Styles für euch da draußen. Wenn du ein Anfänger bist, ja, Arcade. Geh erstmal für Arcade, lern das Spiel kennen und entscheide dich dann später, okay, was willst du für ein Spielerlebnis haben? Eher eins, was auf der echten NFL basiert, dann geh für Simulation. Oder du sagst, hey, ich will ein kompetitives Spielerlebnis, dann wähl Competitive als deinen Game-Style aus. Wenn du irgendwelche Fragen haben solltest, ja, dann schreib es gerne unten in die Kommentare, würde ich mich auf jeden Fall freuen und wir helfen euch dann natürlich auch weiter, so gut es einfach geht. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch geholfen. Ja, es kommen natürlich noch weitere Tutorials einfach in den nächsten Tagen und natürlich auch in den nächsten Wochen auf euch zu und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Checkt auf jeden Fall den Owner-Mode aus, der ist auch schon gestartet, da gibt es schon richtig freshes Gameplay, also wer es noch nicht angeschaut hat, auf jeden Fall machen und ansonsten freue ich mich, wie gesagt, über euer Abo, über euer Like und über eure Kommentare. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen, hat mich sehr gefreut, ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis dann, euer Rafa von Game Testicle.